Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und zwar heute werde ich 24 Stunden lang Coronavirus-Nahrung essen. Das heißt essen, was man auf jeden Fall so gängig isst, wenn der Coronavirus ausgebrochen ist. Das heißt, Leute, was isst man da? Thunfisch, Reis, Dosen-Raviolis. Geht aber auch darum, dass es auf jeden Fall lange haltbar ist. Und Leute, ich würde sagen, los geht's. Wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn sie gut sind, nehme ich sie auf jeden Fall dran. Schreibt ruhig mal unten in die Kommentare, ob ihr euch schon vorbereitet habt auf den kommenden Virus. Oder wenn ihr vielleicht schon mal betroffen seid, könnt ihr es auch unten in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, Leute, ich muss jetzt losfahren, was kaufen, weil ich weiß nicht, wo Mama die Konservendosen hingepackt hat und ich habe übertriebenen Hunger schon. Das heißt, ich muss einkaufen. In dieses Wirrwarr muss ich rein und gucken, ob ich da irgendwas Essbares noch finde. Und Klopapier, obwohl Klopapier haben wir genug eigentlich, ne? Nee. Okay, wir brauchen noch Klopapier. Also ich stelle gerade fest, das sieht zwar relativ warm aus und so, aber eigentlich ist es doch ein relativ kalter Wind am Start. Schade, da war ein bisschen Hoffnung auf Sommer. Und es ist so krass, es ist einfach immer noch komplett voll. Die Leute leben hier, als ob gar nichts passiert ist. So Leute, auf jeden Fall angekommen in Hamburg. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir Essen kriegen. Also da hätte ich jetzt überhaupt keinen Bock zum Bahnhof. Ich glaube, das ist richtig krass verseucht. So Leute, auf jeden Fall, Hamburg ist komplett voll. Nimmt sich zu sonst auf jeden Fall überhaupt nichts. Leute, das ist crazy. Das Ding ist einfach, die hatten so einen ähnlichen... Bring mir mal eine Waffel mit! Doch! Die hatten so ein ähnliches Schild. Auch bei den Apple Store, der macht jetzt zu bis 27. glaube ich. Und der Vodafone Shop hatte auch so ein ähnliches Schild. Auf jeden Fall, Leute, eigentlich muss ich ja nur das kaufen, was die meisten Leute leer gekauft haben. Der weiß ich, was auf jeden Fall gefragt ist. Ja, und dementsprechend kann ich mich danach orientieren. So, Leute, auf jeden Fall, hier ist das Toilettenpapier eigentlich gewesen. Was haben wir jetzt hier? Okay, haben die. Okay, da sind nur noch hier diese Küchenrollen. Und das sind so Feuchttücher, obwohl Feuchttücher sind eigentlich besser, oder nicht, als Klopapier. Hier auf jeden Fall auch. Heiß begehrt, der Thunfisch. Und Nudeln natürlich. Hier Mehl auch. Okay, Leute, hier wird es langsam wieder normal. Also der Bedarf ist auf jeden Fall gedeckt. So, Leute, auf jeden Fall hier. Ja, das geht. Hier relativ. Ja, okay, das geht noch. Okay, ja gut. Ja gut, jetzt sehe ich es erst. Ja. Also so leer sah es schon lange nicht mehr aus. Und hier natürlich auch. Leute, das ist jetzt strange, dass es jetzt so fortgeschritten ist. So Leute, auf jeden Fall hier haben wir jetzt einen anderen Rewe zum Vergleich. Der geht eigentlich. Allerdings Klopapier haben die hier auch nicht mehr. So Leute, auf jeden Fall, ich nutze die Chance bei diesem guten Wetter, also anscheinend zumindest. Hab jetzt noch gesucht und Kartoffelpüree gefunden. Das ist auch relativ lange haltbar. Und auf jeden Fall, ich würde sagen, ich mache mir jetzt Kartoffelpüree, da habe ich richtig Hunger drauf. Ich esse auch super gern Kartoffelpüree. Und ja, aber Soße haben wir leider nichts, von daher muss ich gucken. Ich glaube, Ketchup haben wir irgendwo noch. Ja, also das ist ja auch so fertig Zeug, was man gut bunkern kann. So Leute, auf jeden Fall, meine Mutter hat dann noch so Gemüse zugemacht, das war ja übertrieben lecker und vor allem mit Ei. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch den Thunfisch essen. So Leute, auf jeden Fall, hier haben wir Thunfisch, den habe ich noch bekommen, das war glaube ich sogar der letzte, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Dann habe ich mir jetzt so ein Wasser gekauft, Evian oder so, keine Ahnung, das sah relativ fresh aus. Und natürlich Jägereintopf, da habe ich übertrieben den Hunger drauf. Ja, und da waren auch relativ viele Dosen bei. Allerdings Leute, fällt deutlich auf, dass die teuren Lebensmittel noch teilweise vorhanden sind und die günstigen gar nicht. Bis auf Desinfektionsmittel und Klopapier ist alles... Naja, also die teuren Varianten auf jeden Fall noch vorhanden. Das geht noch so ein bisschen, aber Desinfektionsmittel komplett weg. Und Klopapier auch komplett weg, auch das teure. Da gibt es nur noch Feuchttücher und ja, diese Küchenrollen. Das hat mir krass erkennbar. Und ich würde sagen, ich mache mir jetzt mal diesen leckeren Eintopf und hoffe, dass er schmeckt. So Leute, was haben wir denn hier? Jägereintopf, Fleischbällchen mit Kartoffeln. Also das sieht aus der Verpackung her relativ lecker aus, Leute. Ob das schmecken wird, keine Ahnung. Hier sieht man auch ein paar Pilze. Fleisch, boah, ich bin mal gespannt. Hier der Topf, der wird schon warm. So Leute, auf jeden Fall, der Inhalt ist raus. Hier drin. Das sieht eigentlich relativ gut aus, aber ich hätte gedacht, dass es auf jeden Fall flüssiger ist, dass das so wie Suppe ist, so ein bisschen. Naja, auch nicht schlecht. Riechen tut es ganz gut allerdings. Hier sind so Reste drin. Das sieht aus, als wenn das da festgebrannt wäre, so wie verbrannt, keine Ahnung. So Leute, auf jeden Fall, hier ist das Essen am Start. Bin so gespannt, wie es schmecken wird.
Geht voll fit eigentlich. Natürlich schmeckt das nicht wie selbst gekocht, aber ganz in Ordnung eigentlich. Also man kann es essen. Aber 2 Monate würde ich das nicht essen. So Leute, auf jeden Fall, ich habe aufgegessen. Es schmeckt irgendwie doch relativ trocken, deswegen muss ich hier noch das Wasser dazu trinken. Und ja, ich würde sagen, morgen früh esse ich den Thunfisch. Und jetzt habe ich auch immer noch Hunger. Das heißt Leute, ich werde jetzt noch einen Teller essen. Ich glaube auch, der Appetit kommt relativ schnell bei solchen Essen wieder. Auf jeden Fall hier die Reste gönnen, wie man sieht. Oh, das sieht gar nicht mehr so lecker aus. So Leute, auf jeden Fall, es wird Zeit für Thunfisch, Thunfisch natürlich. Die Packungen sind so klein, ich habe einfach 3 Euro dafür bezahlt. Das ist ja unglaublich, Leute. Eigentlich wollte ich diese größere Packung von Ja kaufen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die. Allerdings gab es nur noch diese kleinen hier. Aber Leute, ich habe so einen übertriebenen Hunger. Auf jeden Fall Leute, die 24 Stunden sind rum, die Challenge ist zu Ende. Was soll ich dazu sagen? Ich habe viel zu wenig gegessen, viel zu wenig getrunken. Okay, ich habe nur Leitungswasser getrunken. Das soll es auf jeden Fall auch mit dem Video gewesen sein. Wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn sie gut sind, nehme ich sie auf jeden Fall dran. Abonniert kostenlosen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und ciao.